Ich lese gerade von Marc Aurel Selbstbetrachtung. Ja, ich habe Wehrdienst geleistet und zwar in der Alpafel-Kaserne in Havelberg bei den Panzerpionieren. Das ist jetzt schon gut 15 Jahre her. Ich hätte gerne mehr Zeit dafür. Ich mache das aber tatsächlich ganz gerne mal, irgendwie an so einem Sonntagnachmittag oder so. Und wenn ja, dann zum Beispiel Civilization, das ist ein Strategiespiel. Das habe ich die Kollegen auch gefragt, die jetzt schon einige Jahre mehr im Verteidigungsausschuss sind. Und die haben immer ein Wort für mich, Friedensdividende. Heißt auf Deutsch, man hat die Bundeswehr eigentlich seit sehr langer Zeit zu schlecht finanziert. Man hat sie einfach kaputt gespart. Ja, man kann das ändern, indem man zum einen die Beschaffungsstrukturen verbessert, indem man mehr auch im Personal investiert, dass die Bundeswehr als Arbeitgeber auch mit der freien Wirtschaft wieder konkurrieren kann, dass die Bundeswehr ein attraktiver Arbeitgeber ist und dass wir auch in modernes Material investieren. Das sind so die zwei großen Punkte, die wir aufnehmen müssen. Ja, also ich würde tatsächlich in Bildung und in Schulen investieren. Und wenn man sich in Schulen anguckt, und ich habe das in den letzten zwei Jahren häufiger wieder gemacht, dann geht es darum, dass dort die Lehrer häufig zu wenig Lehrer in einer Schule sind, dass der Altersdurchschnitt der Lehrer sehr hoch ist, dass nicht klar ist, wo die Lehrer in den nächsten 5 Jahren herkommen sollen, dass die Schulgebäude teilweise nicht saniert sind. Man muss sich einfach mal eine Schultoilette auch tatsächlich angucken. Und das ist eigentlich Kindern nicht zumutbar. Aber nicht nur die tatsächliche Hardware, sondern auch das, was man nicht sieht. Ich verstehe zum Beispiel nicht, warum die meisten Schulgebäude keinen WLAN haben. Da haben wir als FDP mit der Grundgesetzänderung schon ein bisschen was angeschoben, dass der Bund hier auch in die Kommunen investieren kann, sie dabei unterstützen kann, Schulen zu modernisieren. Aber ich finde, da muss noch mehr passieren. Ein typischer Tag beginnt bei mir meistens um 9, weil ich Frühstückstermine, die schon um 7 Uhr beginnen, gerne vermeide. Mein bestes Schulfach ist, glaube ich, Geografie gewesen. Das hat mir auch immer viel Spaß gemacht. Ich bin als Kind jetzt aus Ostdeutschland zwar auch in Urlaub gefahren mit meinen Eltern, aber jetzt nicht weltweit. Und da war das einfach so ein bisschen was, ja nicht was Exotisches, das mir viel Spaß gemacht hat. Mein schlechtestes Schulfach war wahrscheinlich Kunst. Ich kann nicht malen. Ich habe mich immer schon für Politik interessiert und habe, also ich sag mal mit 10, 12 und habe mir dann mit 16, 17 mal überlegt, okay, wenn man sich für Politik einbringen will, dann muss man in eine Partei gehen, weil dort sind Menschen politisch organisiert. Und habe dann gesagt, okay, welche soll es denn sein? Habe mir die Parteiprogramme mal angeguckt und ich wollte halt eine Partei, ich komme aus Ostdeutschland, das heißt, die sich für soziale Marktwirtschaft einsetzt, denn dass Planwirtschaft nicht funktioniert, das hat man da einfach gesehen, auch noch in den 90er Jahren und 2000ern. Und dann habe ich gesagt, ich möchte eine Partei, die sich für Bürgerrechte einsetzt, die die Leute so leben lässt, wie sie leben wollen. Soziale Marktwirtschaft habe ich damals gesagt, okay, das gibt es bei der FDP und bei der Union. Leute so leben lassen, wie sie wollen, hätte ich damals gesagt, gibt es bei der FDP und den Grünen. Und die Kombination war dann die FDP. Dementsprechend habe ich mich dafür entschieden und habe es jetzt 18 Jahre später immer noch nicht bereut. In der Politik ändern. Ja, ich hätte gerne weniger Termine, die irgendwie überflüssig sind, sondern ich würde tatsächlich mehr einfach Dinge abstimmen, Diskussionen zu einem Punkt bringen und nicht in Endlosschleifen halten. Ich würde mich auch freuen, wenn einfach noch mehr Menschen die Gelegenheit bekommen, uns hier im Bundestag zu besuchen, wenn wir noch mehr auch in Sachsen-Anhalt unterwegs sind. Deswegen jeder, der das jetzt sieht, auch einfach mal sich melden, eine E-Mail schreiben. Bundestagsabgeordnete sind ansprechbar, wir kommen vorbei und es soll keine Drohung sein. Ich habe zu direkter Demokratie promoviert. Ich habe mir da verschiedene Bundesländer angeguckt, die sich mit Kinderbetreuung da Bürgerbegehren angefangen haben, Volksbegehren, Volksentscheide in Niedersachsen, Sachsen-Anhalt, Brandenburg. Und mein Schluss nach 4 Jahren Promotion war eigentlich, dass es bei direkter Demokratie kein Ja oder Nein gibt, sondern dass man sich angucken muss, wie man eine Gesetzgebung so aufbaut, dass die direkte Demokratie sinnvoll umgesetzt werden kann. Dass Bürger nicht einfach mit einer Frage konfrontiert werden, die sie mit Ja oder Nein beantworten sollen, sondern dass tatsächlich vor einer solchen Abstimmung ein echter Diskurs in einer Gesellschaft stattfindet. Das passiert häufig leider nicht. Direkte Demokratie ist aber eben nur dann sinnvoll, wenn man tatsächlich einen gesellschaftlichen Diskurs vor einer Abstimmung hat und nicht wie beim Brexit die Diskussion danach größer ist als davor. Ein paar Schlüssel zu meiner Wohnung beispielsweise. Und wenn ich eine Jeans anhabe, eigentlich auch immer ein kleines Taschenmesser, mit dem man was schneiden kann.